Kaiserwetter auch im und über dem Lattfader Käfig. Gemeindederby, FC 80 gegen die TSG Emmertal, die Gastgeber ungeschlagen und ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze, wollten auch heute gegen den Gegner aus Emmertal die weiße Weste wahren. Und das Derby sollte halten, was es im Vorfeld versprach. Ein intensiv umkämpftes Duell, das auch einige Höhepunkte zu bieten hatte. Zunächst jedoch erstmal eine umstrittene Szene, nämlich nach 10 Minuten. Yannick Bohne von der rechten Seite wird getroffen von Emmertal Sören Welzhofer, spielt dann aber weiter. Und der starke Schiedsrichter Ingo Schürmann, der hier wirklich eine hervorragende Leistung in diesem schwer zu pfeifenden Duell abgab, entscheidet auf Weiterspielen. Der hätte es durchaus Elfmeter für die 80er geben können. Die erste gefährliche Szene der TSG dann hier. Toni Deck auf Luca Gabsch. Aber Torhüter Rufen Gaster auf den Posten, kommt im rechten Moment raus. Das war nach 20 Minuten. Dann dieser Einwurf der 80er von Arthur Smuda. Wieder mal lang in den Strafraum gebracht. Dabei kommt irgendwie zu Patrick Fritsche und dann zu Yannick Bohne, der am langen Pfosten Mutterseelen einsteht und den Ball dann reinmacht zur umjubelten Führung für die Lattfader in der 24. Minute. Es lief also alles nach Plan für den Spitzenreiter, der hier den 10. Sieg im 10. Spiel haben wollte. Dann aber Luca Gabsch auf der anderen Seite und die Lattfader Mauer dann mit 3 Mann am kurzen Eck platziert und Rufen Gaste da, wo der Torwart stehen muss, vereitelt hier also das Gegentor. Dann wieder die Lattfader zur Stelle. Philipp Gaste hier zunächst der Zweikampfverlierer, weil es ein Foulspiel war von Katal Özbek und dann führt Patrick Borcher schnell aus. Der Ball in die Mitte, zunächst zu Fritsche. Lino Lüttke kopft bei Sieger, aber dann wieder Yannick Bohne zur Stelle verfehlt. Diesmal das Gehäuse aber am rechten Pfosten vorbei. Dann auf der anderen Seite dieser lange Freistoß von Manuel Capobianco und Patrick Borchers buxiert das Leder ins eigene Gehäuse, guckt in die Sonne und drin ist der Ball. 43 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. 1:1. Das war auch der Halbzeitstand. Leichte Vorteile für die Lattfader im ersten Durchgang, vor allem aufgrund der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. 1:1, aber der Halbzeitstand Remis. Und nach dem Seitenwechsel dann die beste Phase der Gäste aus Emmertal, die hier aus der zweiten Reihe kommen, mit Luca Gabsch abziehen, leicht abgefälscht dieser Ball. Aber nach 46 Minuten rufen Gaste erneut ohne Probleme. Das Spiel wurde zunehmend härter. Hier dieses rüde Einsteigen von Meli Öner auf Höhe der Eckfahne und auf der anderen Seite Sören Welzhofer. Das gab dann jeweils Gelb. Und hier der Freistoß von André Vorrat nicht. Der täuscht nur an. Manuel Capobianco zirkelt den Ball über die Mauer. Aber Rufen Gaste, der hat überhaupt keine Probleme mit diesem Versuch der Emmertaler nach 65 Minuten. Danach weiterhin leichter Druck der TSG. Der nahm jetzt so ein bisschen ab, dieser Druck. Und dann André Vorrat mit dieser herrlichen Aktion. Ob er es extra gemacht hat oder nicht, lassen wir mal da stehen. Auf jeden Fall war es knapp, denn am Ende ist der Pfosten hier die Endstation in der 81. Spielminute. Die letzte ganz dicke Szene, die gehörte dann nochmal den Gastgebern. Hier Hendrik Scheel mit dem Abwehrversuch, der in der Mitte landet. Und der eingewechselte Spieletrainer Alexander Liebegott, der bringt das Leder nicht platziert genug auf den Kasten. Und Danek Schröder steht goldrichtig und kriegt den Ball in den Bauch. Dann diese große Szene, die hätte es zumindest werden können, nochmal von André Vorrat. Aber das Foul in dieser Situation. Gelb gab es dafür zu Recht vom Schiedsrichter, vom starken Schiedsrichter, nochmal an dieser Stelle erwähnt, Ingo Schürmann. Danach dann noch einige unschöne Szenen. An Lattfader Ordner hatte ein Emmertaler Auswechselspieler etwas unsanft vom Spielfeld gezerrt. Das passte den Gästen nun gar nicht und die darauf folgende Reaktion auch den Gastgebern nicht. Aber nach einem kurzen Austausch der Meinung war dann auch wieder die heile Welt angesagt. Shake hands zum Abschluss und das gerechte Ergebnis am Ende dieses 1:1 Unentschieden. Das sehen sicherlich Lattfader Spielertrainer Alex Liebegott und Emmertals Luca Gabsch auch so, oder? Knappes 1:1 heute, sehr hitzig geführtes Spiel, sehr viele Zweikämpfe, einige kleine, aber auch härtere Fouls. Einmal eine Einschätzung von dir, wie du das Spiel heute aus deiner Sicht erlebt hast. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. 1:1 ist das richtige Ergebnis auf jeden Fall, aber ich denke, wir hätten in der ersten Halbzeit vor allen Dingen die Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu entscheiden schon frühzeitig, auf 2-3-0 zu gehen, meines Erachtens. Erste halbe Stunde hatten wir sie ganz gut im Griff. Ich denke auch, dass das zweite Tor, was wir gemacht haben, regulär war, dass Yannick nicht im Abseits stand, er
Patrick Fritsche, wenn, aber der ist nicht zum Ball gegangen. Aber gut, okay, ist dann eben so. Emmertal ist dann zum Schluss der ersten Halbzeit nochmal ein bisschen stärker geworden. Ja gut, das Ding, das lügen wir uns selber rein, das 1:1, das ist natürlich bitter und hat dann natürlich ganz schön auf die Moral gedrückt. Zweite Halbzeit, sehr zerfahren dann eben, dann die hitzige Stimmung, die dazugekommen ist, viele Zweikämpfe, wie du schon richtig sagtest. Ne? Hat man ziemlich viel Glück bei der Chance von Grabsch, war das glaube ich, mit dem Pfosten. Den habe ich eigentlich auch schon drin gesehen. Und auf der anderen Seite habe ich dann nochmal die Riesenmöglichkeit, das Ding reinzumachen. Dementsprechend, wie gesagt, ich denke, das Ergebnis geht soweit in Ordnung dann. 1:1 heute das Spiel. Sehr hitzig geführtes Duell gewesen. Heute viele harte Zweikämpfe auch dabei gewesen, gerade in der ersten, aber auch vor allem in der Schlussphase der zweiten Halbzeit. Wie hast du heute das Spiel aus deiner Sicht erlebt? An sich ist ja immer, wenn Emmertal gegen Latvadel spielt, ist es ein Derby und da wissen wir auch, dass es immer hitzig wird und besonders jetzt mit den Positionierungen. Sie sind Erster, wir sind Vierter und wir wollten hier unbedingt gewinnen, das ist logisch. Ja, ich finde, dass wir Ende erster Halbzeit und Anfang zweiter Halbzeit waren wir besser, finde ich. Sonst war es ziemlich ausgeglichen, aber für uns natürlich ärgerlich, auch noch mit dem Pfostenschuss am Ende. Gut, Liebe Gott hatte auch noch eine gute Chance, aber für uns ist natürlich ein Punkt schon wichtig, aber wir hatten natürlich den Dreier gerne gehabt. Du hast eben schon angesprochen, ihr seid vielleicht nicht ganz zufrieden mit dem einen Punkt, aber es ist nach wie vor trotzdem noch der Punkt, den ihr heute geholt habt. Was sind eure weiteren Ziele für die Saison und wie ist die Saison für euch heute insgesamt schon verlaufen? Seid ihr zufrieden mit der jeweiligen Saison? Ich finde schon, dass wir zufrieden sein können. Wir gucken natürlich von Spiel zu Spiel. Wir hatten ein paar Punkte haben wir verschenkt, sage ich jetzt mal. Hätten wir mehr draus machen können, zum Beispiel gegen Bisperode oder gegen Erzen 2. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wissen, dass das unsere Schuld war. Und ja, wie gesagt, wir gucken von Wochenende zu Wochenende und wir wollen natürlich so viele Punkte holen wie möglich. Alles klar, Luca Gabsch, ich bedanke mich für das Interview und viel Glück für die weitere Saison noch. Gerne.